Schaut euch mal an, wo ich wieder bin. Ich bin bei meinen Eltern zu Hause, denn ich will euch heute mal was zeigen. Denn ich habe, als ich hier mit meiner Werkstatt ausgezogen bin, so zwei, drei Dinge nicht mitgeholt. Die werde ich dir gleich zeigen. Ist eine übelste Sauerei. Werde ich aber gleich mehr dazu sagen. Diejenigen, die mich noch nicht so lange kennen, das hier ist mein Elternhaus. Dorthin ist meine alte Werkstatt. Und hier hat im Prinzip alles angefangen. Alles mit YouTube hat angefangen, alles mit meiner Selbstständigkeit. Also ja, es ist für mich immer ganz, ganz spannend hier mal wieder vorbeizukommen. Also ich will in dem heutigen Video nicht so genau drauf eingehen, wie das hier alles mit dem Durchgang war und so weiter und so fort. Das wird ein eigenes Video. Ich zeige dir heute mal die Kammer des Schreckens, die weiterhin geblieben ist. Erstmal Schlüssel. Müsst ihr euch mal vorstellen, die haben mal alles hochgetragen, runtergetragen. Ganz, ganz abgefahren. Hier schalte ich den Strom von der Werkstatt ein. Und da oben um das Teil soll es heute gehen. Das da unten ist meine alte Werkstatt. Wie gesagt, wird ein eigenes Video. Heute zeige ich euch mal die Kammer des Schreckens. Nur mal so als Vorgeschichte. Ich habe ja schon relativ früh angefangen zu drechseln. Und da dachte ich mir schon, hey komm, ich will irgendwann ganz viele Holzschalen haben oder die Möglichkeit dazu haben, ganz viele Holzschalen zu drechseln. Da ist die Grünholzdrechselerei auf jeden Fall super sinnvoll. Also habe ich wie ein Wahnsinniger angefangen, Baumstämme klein zu schneiden, hier hochzutragen und dann halt eben zu Holzrohling vorzudrechseln. Und diese ganzen Holzrohlinge, die liegen natürlich noch irgendwo, und zwar liegen die immer noch da oben. Die sind, seitdem ich hier ausgezogen bin, das ist jetzt im Oktober ein Jahr her, nicht nachgekommen. Schaut euch das an. Wir haben ja sogar Licht. Habe ich euch zu viel versprochen? Hier sind noch, glaube ich, so circa 40, 50 Schalenrohlinge, die vorgedrechselt sind. Dann habe ich hier aber auch noch normale Rohlinge, die noch gar nicht gedrechselt sind. Davon habe ich bestimmt hier auch noch 40, 50 Stück. Also ich habe schon immer ganz schön Gas gegeben, was Holzvorbereitungen angeht. Aber erstmal zur Vorgeschichte, was ist denn das hier? Das ist das sogenannte Baumhaus. Das hat noch vor der Werkstatt hier gestanden. Das ist so ein kleines Häuschen auf vier Stelzen. Und hier habe ich mit meinem Bruder, mit meinem Vater immer mal am Wochenende drin geschlafen. Da haben wir hier einmal ein Bett, das kann man theoretisch nach oben klappen, und dann hat man unten drunter noch ein Bett. Man kann es nicht so genau erkennen wegen dem ganzen Holz. Und wenn man dann mal zu dritt hier noch drin pennen wollte, konnte man hier theoretisch auch noch eine Matratze hinlegen. Mein YouTube-Kanal wurde in der Zeit auch irgendwann so über die Jahre ein bisschen größer. Ich habe mehr gedrechselt, ich habe mehr vorgedrechselt, weil es auch Spaß gemacht hat. Gerade in der Abiturzeit habe ich das sehr, sehr gerne gemacht, weil man halt sehr gut abschalten kann und das ja auch gerade aus dem Grund so ein schönes Hobby ist. Und ja. Ich kenne einen Förster, ich kenne den einen oder anderen, der mal Holz abzugeben hat, und dann ist halt eben das hier entstanden. Ich wollte das ganze Holz nicht zu Brennholz machen und deswegen habe ich Schalen draus gedrechselt. Das hier ist ein ganzer Lindenbaum gewesen. Da habe ich komplett in Holzkanteln geschnitten und komplett mit meinem Vater vor die Werkstatt getragen. Einen ganzen Baum. Da habe ich dann hier zum Teil diese Kanteln runtergeschnitten und ein Großteil liegt hier auch schon nicht mehr. Das habe ich wieder woanders hingeräumt. Ich habe einen schönen Buchenstamm bekommen. Den musste ich natürlich zuschneiden. Deswegen habe ich hier in einem eigenen Video gezeigt, wie man das Ganze zuschneiden kann, und habe dann im Nachhinein das ganze Zeug zu Schalen vorgedrechselt. Hier haben wir aber noch ganz, ganz interessante Exemplare. Das hier ist noch ein Stück Robinie von 2015, Oktober. Also so lange ist das wirklich schon her. Da habe ich auch gezeigt, wie man das schützen kann, dass es nicht reißt. Da wäre es mal vielleicht interessant zu schauen, wie viele Risse das überhaupt bekommen hat. Wie gesagt, über 6 Jahre alt oder bald 6 Jahre alt. Irgendwie ganz spannend. Ich wusste mit 16, 17, 18 Jahren schon, dass ich irgendwann Stifte drechseln werde, und habe aus dem Grund schon super viele Holzrohlinge vorgeschnitten, damit ich irgendwann Holz zum Drechseln habe. Damals hatte ich keine Drechselbank, mit der man Stifte drechseln konnte. Jetzt habe ich sie, und dafür habe ich mir auch solche Rohlinge hier zugeschnitten. Wisst ihr, das ist alles schon 5 Jahre oder so alt, seitdem das jetzt hier drin liegt. Oder hier das Holz. Das habe ich 2012 noch mit meinem Fahrradanhänger aus dem Wald rausgeholt. Seht ihr diese Bandsägenspuren? Das war meine erste selbstgebaute Bandsäge. Damit habe ich das Ganze zugeschnitten. Oder hier dieses Stück. Da habe ich gezeigt, wie man Holz wieder schneiden kann mit der Bandsäge. Es war ein Tutorial von damals. Das hier ist meine persönliche Zeitkapsel. Ich kann hier
Hölzer in die Hand nehme und weiß, okay, das ist jetzt nächstes Jahr 10 Jahre her, seitdem ich das Stück Holz aus dem Wald genommen habe oder das oder das oder das. Und zur Feier des Tages habe ich mir heute mal überlegt, dass ich mal eine vorgedrechselte Buchenholzschale fertig drechseln werde. Das ist eine von denen. Super, super schwer das ganze Holz, super groß, super massiv. Und ich habe da schon eine in der Werkstatt liegen, die werde ich heute fertig drechseln. Diese Holzschalen lagern übrigens seit Februar 2019. Wir sind jetzt wieder in der Werkstatt und wir können uns jetzt mal hier um diesen schönen Schalenrohling kümmern. Das ist ein ziemlich großes Stück Holz, wie gesagt, das ist Buchenholz. Im Durchmesser ist die Schale derzeit so um die 44 cm groß. Der Rohling ist auch von 2019 und ihr seht auch schon, dass sich das Ganze sehr, sehr stark verformt hat. Aber zum Glück haben wir bei dieser Schale hier eigentlich fast gar keine Risse. Bei den ganzen anderen Rohlingen ist das Ganze leider relativ stark gerissen. Die Schale ist hier unten noch relativ stark, das heißt, hier ist sehr, sehr viel Holz noch vorhanden. Das heißt, dass ich das einfach mit einer Planscheibe aufspannen werde. Hier könnt ihr mal ganz gut sehen, wie stark das Holz sich doch verformt hat, als es getrocknet ist. Wie gesagt, das Ding war mal ganz rund, denn ich habe es auf der Drechselbank ja auch vorgedrechselt. Hier werden gleich ziemlich große Kräfte drauf wirken. Aus dem Grund werde ich mal noch den Reitstock nach vorne bringen, damit ich das ein bisschen besser stabilisieren kann. Ich versuche beim Drechseln ja immer so ein bisschen zu differenzieren. Ich habe gerade den Rezess hier gemacht. Da ist es wichtig, dass der passgenau ist. Ich sag mal, das ist das technische Drechseln, wenn man es mal ganz komplizierter ausdrücken möchte. Da ist es wichtig, dass die Form richtig ist, dass wir sowas wie eine Schwalbenschwanzform haben. Das Ganze ist jetzt aber getan und jetzt können wir zu dem freien Drechseln übergehen. Da geht es einfach nur noch so darum, dass es schön aussieht. Geplant ist es, den Rezess ganz am Schluss wegzudrechseln. Da werde ich dir auch mal zeigen, wie das ohne spezielleres Werkzeug funktioniert. Als nächstes wird hier quasi der Standfuß drankommen. Da müssen wir eine kleine Erhöhung drechseln und dann können wir uns hier um die Rundung kümmern. Ich werde so den letzten Schnitt vor dem Schleifen größtenteils jetzt mit hier diesem Rundschaber herstellen. Ich benutze einmal den normalen Winkel und auch teilweise ein bisschen den Negativwinkel, dass du einfach beides mal in diesem Video siehst. Die Drechseleisen findest du auf meiner Webseite. Das Besondere daran ist, dass du zu jedem Drechseleisen, wenn du die halt eben eins holst, 3 einzelne Videos bekommst, wie man es trocken schleift, nass schleift und vor allen Dingen, wie man das Ganze benutzt. Wie gesagt, ich verlinke dir alles in der Videobeschreibung, wenn du genaueres wissen möchtest, warum ich das jetzt so halte oder warum ich es jetzt so halte. Wie hoch die Messerauflage kommt, das findest du in der Videobeschreibung. Ich habe die Außenseite der Holzschale jetzt komplett fertig geschabt. Ich will hier ausdrücklich sagen, dass man mit dem Schaber im Hirnholz nicht so gute Oberflächen erzielen wird, wie mit einer Röhre, zum Beispiel mit einer Schalenröhre. Das ist in meinen Augen aber nicht ganz so tragisch, denn wir werden das ja sowieso schleifen und dafür ist die Oberfläche gut genug, dass wir diese Rauheit, die halt eben noch da ist, wegschleifen können. Und mit dem Schaber habt ihr halt eben den Vorteil, dass ihr auch mit ein bisschen weniger Erfahrung extrem gleichmäßige Ergebnisse erzielen könnt. Hier sind keine Riffelungen drin und die halt eben noch drin sind, können wir ganz, ganz einfach wegschleifen. Und wie immer benutze ich auch für solche Arbeiten meinen Schleifgriff, verlinke ich dir auch mal in der Videobeschreibung. Und als Finish benutze ich mein eigenes Finish.
Die Schale ist fertig gedrechselt. Aber ich habe euch ja am Anfang vom Video gesagt, dass ich euch heute mal zeigen werde, wie ihr ohne spezielles Werkzeug diesen Rezess, den wir ja gebraucht haben, um das Ganze innen ausdrehen zu können, wie wir den halt eben wieder entfernen können. Dafür brauchen wir jetzt als erstes mal die Planscheibe und ein Stück Holz. Das müssen wir uns jetzt erstmal vorbereiten. Also hier haben wir jetzt unseren Holzrohling. Auf diesem Holzrohling werden wir gleich die Holzschale aufdrücken und dann den Rezess fertig wegdrechseln. Hier ist ein kleiner Hochpunkt, damit wir auch wirklich hier großflächig auf der Schale aufliegen. Danach nehme ich mir hier so ein Stück Stoff, damit ich halt eben mit dem Holz meine Holzschale nicht zerdrücke. Das lege ich jetzt einfach hier auf, nehme meine Holzschale, lege die jetzt hier dagegen. So sieht das Ganze hier aus. Ich schalte das Ganze mal ein. Da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen langsam machen beim Drechseln, weil das jetzt nicht so die optimale Kraftübertragung ist. Die Holzschale ist fertig. Und dieses Video somit auch. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Einblick in mein altes Holzlager gefallen. Also, ja, ist noch einiges an Zeug, was irgendwann mal weggeräumt werden muss, aber im Moment stört es zum Glück nicht so arg. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest, denn dann werden dir in Zukunft meine Projekte auch noch weiterhin vorgestellt. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sag bis zum nächsten Video. Tschüss!